Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video knüpfen wir an das Video Blauer Haken bei Instagram an, in dem wir euch erklärt haben, wofür der blaue Haken ist, was für Voraussetzungen ihr erfüllen müsst und wie ihr den Verifizierungsantrag für Instagram einreicht. Als kleinen Tipp zum Schluss hatten wir euch genannt, um den Link dieser dann in die Instagram-Bio eures Profils zu packen, was dann wiederum die Chance erhöht, den blauen Haken auch bei Instagram zu erhalten. Deshalb knüpfen wir daran jetzt an und zeigen euch, was ihr tun müsst, um den blauen Haken bei Facebook zu bekommen. Es gibt im Hilfebereich von Facebook ein Formular, das explizit dafür gedacht ist. Den Link dafür packen wir euch in die Videobeschreibung. Als inoffizielle Kriterien, die wir selbst schon sehr häufig gehört haben, gelten 10.000 Fans bzw. Abonnenten auf deiner Seite und die Angabe der richtigen Kategorie. Das heißt, diese muss zu eurer Person oder Organisation passen. Ihr wählt hier also aus, ob ihr euer Profil oder eure Facebook-Seite verifizieren wollt. Solltet ihr euch für das Profil entschieden haben, muss die URL eures Profils eingetragen werden. Diese findet ihr hier oben in der URL-Leiste, wenn ihr euch auf eurem Profil befindet. Sollte die Seite verifiziert werden, kann hier die entsprechende Seite gewählt werden. Ganz wichtig ist, dass ihr die richtige Kategorie angebt, also die Branche, in der ihr euch befindet. Ansonsten noch den Ländernamen eintragen. In unserem Fall wäre das Deutschland und am Ende noch ein Bild vom Ausweis hinterlegen, damit die Identität geprüft werden kann. Scrollen wir nun ein wenig herunter, sehen wir das wohl wichtigste Feld, das bei der Instagram-Verifizierung schlichtweg fehlt. Ihr habt die Möglichkeit, in einem Fließtext oder Stichpunkten darzulegen, warum ihr verifiziert werden solltet. Welche Kriterien gegeben sein sollten, erfahrt ihr wie gesagt in unserem vorherigen Video, das wir oben rechts verlinkt haben. Das heißt, ihr könnt hier die Links eurer Publikation reinpacken oder Nachrichtenquellen, in denen ihr verlinkt seid. Darüber hinaus können optional weitere Social Media Kanäle angegeben werden und auch dazu ein Kommentar hinterlassen werden. Das heißt, wenn ihr euch die Zeit nehmt und auf den Punkt bringt, wieso Facebook euch als Celebrity einstufen sollte, dann stehen eure Chancen gut, wenn das auch wirklich der Fall sein sollte. Bei Instagram können sich beispielsweise die Bearbeitungsmitarbeiter nur ein sehr, sehr oberflächliches Bild von euch machen. Wenn ihr nun also alle Felder ausgefüllt habt, könnt ihr das Ganze absenden und hoffen, dass ihr sehr bald den blauen Haken bekommt. Auch hier gilt, falls nicht, probiert es jeden Monat wieder und wieder aufs Neue. Ich hoffe, wir haben euch damit weiterhelfen können. Falls das der Fall sein sollte, lasst gerne ein Abo da, um auch in Zukunft keinen relevanten Content mehr zu verpassen. Für alle weiteren Social Media Fragen sind unsere Experten für euch da. Der Link zu der entsprechenden Seite, auf der ihr dann auch direkt einen Termin vereinbaren könnt, ist oben rechts. In diesem Sinne, alles Gute wünscht euch euer eBakery-Team.